Guten Tag, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Eisenbahnromantik. In dieser Sendung sind wir in Sachsen unterwegs. Wir fahren vom Fichtelberg im Erzgebirge zur Kirnitschtalbahn in der Sächsischen Schweiz. Wir sind natürlich vermehrt mit der Eisenbahn unterwegs, aber auch mit der Seilbahn, mit einer Straßenbahn und mit einem Elbdampfschiff. Ganz im Osten von Deutschland liegt ein Land, das sich in den letzten zwei Jahrzehnten glanzvoll herausgeputzt hat und Reiselustige anzieht wie der Honig die Bienen. Dieses Land heißt Sachsen und lässt sich wunderbar auf Schienen erkunden, sei es in großen oder kleinen Zügen, historisch oder zeitgemäß. Mit Umstieg auf Seilbahn, Schiff oder in den Wanderschuh. Attraktionen finden sich hier zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Dies alles zu erleben, dafür reicht eine einzige Reise nicht aus. Unsere erste Station im Freistaat Sachsen heißt Fichtelbergbahn und liegt im Erzgebirge. In Leipzig besuchen wir den Hauptbahnhof und die Parkeisenbahn am Auensee und in Dresden eine Bergbahn im Stadtteil Loschwitz. Per Schiff und per S-Bahn geht es dann über Pirna elbaufwärts in die Sächsische Schweiz. Zwar heißt es, wenn Engel reisen, aber auf der Fichtelbergbahn regnet es in Strömen. Doch egal welches Wetter, das Viadukt vor Oberwiesenthal ist immer fotogen. Die höchstgelegene Stadt Deutschlands liegt auf 900 Metern nahe der tschechischen Grenze und zu Füßen des 1200 Meter hohen Fichtelbergs. Dessen Hänge verhüllt gelegentlich der Nebel. Zunächst geht's auf die Strecke der Sächsischen Schmalspurbahn. Wir haben hier viele Neigungswechsel. Bei uns geht's nicht nur stetig bergauf, sondern auch bergab. Also es ist so eine Berg- und Talfahrt. Ja, bei uns. Ja. Und wir haben eine sehr große Steigung hin von 1 zu 30. Also hier geht es sehr den Berg hoch. Ausgangspunkt der 17 Kilometer langen Fichtelbergbahn ist der Bahnhof Kranzahl an der Erzgebirgsbahn. Von dort dampft die Lok, Baujahr 1953, hinauf nach Oberwiesenthal. Die Bahn wurde 1897 eröffnet, überstand zwei Kriege, die DDR und die Wende. Ihr Betreiber heute ist die Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft. Die gab ihr den Namen Fichtelbergbahn. Man legt dort großen Wert auf den musealen Charakter der Züge. Zum einen Teil sind es noch Wagen der Königlichen Sächsischen Staatseisenbahn oder dann Wagen aus den 1920er Jahren der jungen Deutschen Reichsbahn. Die sind natürlich alle in den 1970er Jahren rekonstruiert und modernisiert worden. Aber dieses Erscheinungsbild der 1970er Jahre, das wollen wir so hier halten und sowohl bei den Wagen als auch bei den Lokomotiven. Besonders stolz ist man auf den Lokschuppen und die Werkstatt in Oberwiesenthal. Dort erhalten Loks und Wagen auch anderer Dampfbahnen bis auf die große Hauptuntersuchung alle Wartungen und Reparaturen. Als sicherer Arbeitgeber in der Region ist die Fichtelbergbahn eine gute Adresse für Leute mit Freude an alter Technik. Man muss Interesse dafür haben und will mit Lust und Liebe rangehen. Und man muss wissen, dass es wirklich Dampflok ist und schmutzig. Wirklich sehr, sehr schmutzig. 3 Jahre dabei und fasziniert von ihrem Job ist Wagen-Nancy. Für mich ist es schon wichtig, dass es noch für die jüngeren Menschen nur andere solche historischen Dinge gibt, um das vielleicht ein bisschen zu schätzen, wie es jetzt ist. Jetzt sitzen ja die Lokführer drinnen und haben ihren Joystick und hier, das ist ja noch richtig, also richtiges Gerammel auf so einer Lok, ne? Und handwerkliches Können. Und dabei kommt man ganz schön ins Schwitzen, vor allem wenn es bergauf geht. Seit ihren Anfangsjahren schon bringt die Fichtelbergbahn Touristen ins Wiesental. Hauptsächlich zur weißen Jahreszeit.
Das wird immer gern erzählt, obwohl es nicht ganz so verbürgt ist. Der am Bahnbau beschäftigte Ingenieur Olsen soll die Skier hier ins Erzgebirge mitgebracht haben. Die Hauptsaison ist im Winter. Dort haben wir auch wirklich unsere Züge knackevoll mit Skiern und Schlitten und allem drum und dran. Aber auch im Sommer kann man sich hier vergnügen. Deutschlands älteste Seilschwebebahn bringt seit 1924 schwindelfreie Touristen auf die Spitze des Fichtelbergs. 3,5 Minuten für 303 Höhenmeter. Die Seilbahn erspart dem Wanderer, rechnet man den direkten Weg, einen Aufstieg von knapp 1,2 Kilometern. Ob in der Gondel oder zu Fuß, Sachsens höchsten Berg lieben Ausflügler aller Art. Im Winter trumpft er dann auf mit Schnee. Zu Füßen des Fichtelbergs hat unser Zug die Kreuzungsstelle Niederschlag erreicht. Zwei Garnituren sind täglich unterwegs. Fünfmal die Strecke hinab, fünfmal hinauf. An den Wochenenden kommen noch jeweils zwei Fahrten dazu. Und das ganze Jahr über. Historische Züge im Regelverkehr. Die Fichtelbergbahn ist zwar eine Herausforderung für ihre Betreiber, aber die Hauptattraktion der ganzen Region. Leipzig. Eine Wasserstadt? Für viele sicherlich ein seltsamer Gedanke. Tatsächlich aber hatten die Flüsse Pleiße, Parthe und Elster seit jeher großen Einfluss auf die Entwicklung Leipzigs. Vor allem zu Zeiten der Industrialisierung. Heute kann man auf dem idyllischen Elsterkanal durch den Stadtteil Plagwitz schippern und die Architektur der Gründerzeit bewundern. Zu DDR-Zeiten ein schmutziges Rinnsal, heute ein romantisches Kleinod, benannt nach einem großen Leipziger Industriepionier, der Karl-Heine-Kanal. Er sollte Ende des 19. Jahrhunderts die Elster mit der Saale und dann über die Elbe mit der Nordsee verbinden. Das Projekt blieb unvollendet. Nach der Wende gaben viele Firmen im Plagwitzer Viertel ihren Standort auf. Heute sind die alten Fabriken größtenteils saniert, zu Büros und Praxen umgebaut, zu Ateliers und Lofts. Ebenfalls fein restauriert, Villen von Größen der Gründerzeit, wie beispielsweise die des ersten Reisebuchverlegers Baedeker. Ruderer und Kanuten gibt es hier en masse. Ihr sportlicher Ehrgeiz hat im kleinen Venedig-Sachsen seine lange Tradition. Seit Jahrhunderten ist Leipzig ein wichtiges Handelszentrum. Seine Messe gehört zu den ältesten der Welt. Was Wunder, dass die Stadt 1915 den damals größten Bahnhof der Welt bekam. Gemeinsame Bauherren waren die sächsischen und die preußischen Staatseisenbahnen. So erhielt er zwei gleich aussehende Eingangshallen und zwei getrennte Wartesäle. Ein gespiegeltes Gebäude mit dem sächsischen und dem preußischen Wappen. Mit seinen fast 84.000 Quadratmetern gilt der Leipziger Hauptbahnhof flächenmäßig heute noch als der größte Kopfbahnhof Europas. Und mit seinen 23 Bahnsteiggleisen ist er die Drehscheibe des gesamten mitteldeutschen Nah- und Fernverkehrs. 120.000 Menschen durcheilen täglich seine Hallen. Manche nennen ihn eine Kathedrale des Verkehrs. Im Jahr 2011 wurde das inzwischen denkmalgeschützte Gebäude zum Großstadtbahnhof des Jahres ernannt. Wir sind hier auf dem Führerstand der Lokomotive und das ist der Arbeitsplatz des Lokführers. Ja. Der Lokführer braucht in der Regel zwei Sachen. Er muss fahren und bremsen. Da muss man dieses Rad drehen. Hier geht das jetzt von 0 auf 1. Und wenn jetzt Strom da wäre, würde sich die Lokomotive in Bewegung setzen. Wir haben hier vorwärts eingestellt und haben den Bügel hochgemacht. Ja, so. Und das muss man jetzt drehen. Und mit jedem Schalten erhöht man die Kraft. Mehr Kraft heißt schneller fahren. Mhm. Ja,
Habe ich die Geschwindigkeit erreicht, schalte ich alles ab. Der Zug rollt aus und wenn ich ihn anhalten will, muss ich die Luftbremse betätigen. So. So. Hoch nach oben ziehen, nach oben. Ja. Man sieht, es ist schwere körperliche Arbeit. Die Lokführer haben früher gesagt, wir verdienen unser Geld im Handumdrehen. Mhm. Ja. Am Gleis 24 des Hauptbahnhofs, auf dem sogenannten historischen Bahnsteig, kümmern sich einige ehemalige Eisenbahner um ausrangierte, seltene Fahrzeuge. Zum Beispiel um drei Elektroloks, gebaut vor 1945. Gefahren wurden sie noch ganz ohne Elektronik. Diese Lokomotive hier ist als Schnellzug-Lokomotive mit Einzelachsantrieb und mit einem sogenannten Federtopfantrieb, der gestattet, große Motoren zu betreiben mit großen Geschwindigkeiten. Die große Geschwindigkeit ist dann 110 km/h 1932. Ne? Also da war 110 die Schnellzuggeschwindigkeit. Und hier bei denen, das sind Lokomotiven mit einem einfachen Antrieb, aber sehr robust. Die fährt 90 und die andere davon auch. Bedeutend flotter unterwegs, ein Triebwagen von 1935 aus einer Serie sogenannter fliegender Züge. Damals die schnellsten Züge der Welt mit 200 km/h. Der SVT Bauart Hamburg kam 1950 in einer Tauschaktion von West- nach Ostdeutschland. Dort diente er dem Verkehrsminister der DDR als Salontriebwagen. Ein Betreuer des Fahrzeugs auf Gleis 24 ist ihn sogar noch selbst gefahren. Fährt sich sehr gut. Ich sag mal, wenn man mit dem Zug erstmal die 100 km/h erreicht hat, was relativ schnell geht, dann sagen wir, rennt er sich tot. Cedric, drittes Dienstjahr. Franziska, zweites Dienstjahr. Gleis 1 wird bereitgestellt, der Dampfzug zur Unfahrt um den Auto. Ronny, drittes Dienstjahr. 10:15 Uhr. Und Niklas, auch drittes Dienstjahr. Und man fängt an mit dem ersten Dienstjahr. Dabei macht man Schaffner und Schrankenwärter. Im zweiten Dienstjahr macht man dann Zugführer, Rangierleiter und Bremsprobeleiter. Das ist, was ich jetzt gerade mache. Und im dritten Dienstjahr macht man eben im Bahnhof Fahrdienstleiter und Aufsicht. Und Fahrkartenverkäufer ist da noch mit reingeschoben. Also das wird nicht im Dienstjahr ausgebildet. Das Alter der jungen Mannschaft liegt zwischen 14 und 17 Jahren. Nur der Lokführer ist ein Erwachsener. Das verlangt die Vorschrift. Die Lok wurde 1925 bei der Firma Kraus in München gebaut. In einer Dreierserie. Im Maßstab 1:3. Dampflokführer Bernd Richter hat sein Berufsleben schon hinter sich. Die Parkbahn ist sein Rentnerhobby. Der Rest des Personals geht noch zur Schule. Deshalb läuft der Betrieb nur nachmittags und an den Wochenenden. So, der Zug ist mit Zugschluss an der Zugschlussstelle vorbei. Ja. Vor der Wende nannte sich die Parkbahn Pioniereisenbahn Leipzig. Wer damals dabei war, hat später oft Karriere bei der Deutschen Reichsbahn gemacht. Auch heute denken die meisten der rund 28 Kinder und Jugendlichen an eine Berufsausbildung bei der Deutschen Bahn oder im städtischen Nahverkehr. Vorbereitet werden die 9- bis 18-Jährigen von erfahrenen Eisenbahnern. Der Auensee vor den Toren Leipzigs war einst eine Kiesgrube, die unter anderem Baumaterial für den Hauptbahnhof lieferte. 1951 wurde das Gelände als Freizeitpark angelegt. Seitdem gibt es auch die kleine Bahn. Alles läuft streng nach Vorschrift und funktioniert wie bei der großen Eisenbahn. Maßstäblich eben 1:3. Ordentlich und pünktlich und mit Begeisterung bei der Arbeit. Auf
Auf solche Mitarbeiter kann sich jeder Bahnbetrieb freuen. Bahnhof Auensee, Bahnhof Auensee, bitte Vorsicht beim Aus- und Einsteigen. Der eingeführte Dampfzug fährt um 17.20 Uhr weiter um den Leipziger Auensee. Bitte beachten Sie, dass dies der letzte Zug des heutigen Betriebstages ist. Szenenwechsel in eine imposante Kulisse. Die Hofkirche. Die Treppe zur Brühlschen Terrasse. Der Schlossturm. Internationales Publikum zu jeder Jahreszeit. Der Fürstenzug in der Augustusstraße. Und schließlich die 2005 wieder auferstandene Frauenkirche, Symbol der Versöhnung zwischen Ost und West. Über die Millionen von Besuchern jedes Jahr staunt selbst Martin Luther. Sie kommen nicht zuletzt auch deshalb. Dresdens berühmte Stadtansicht. Schon 1748 gemalt von Bernardo Bellotto, auch Canaletto genannt. Ein barocker Traum im Abendlicht. Beim Besuch Dresdens ein Muss. Ein Ausflug mit der sächsischen Dampfschifffahrt. Sie verfügt über die älteste und größte Raddampferflotte der Welt. Es geht die Elbe hinauf und die Originaldampfmaschine muss ordentlich arbeiten. Sie wird mit Heizöl angetrieben und macht stromaufwärts 8 bis 10 km/h. Auch der Maschinist hat ständig etwas zu tun. Meistgebrauchtes Utensil ist das Ölkännchen. Ich kann hier einfach die Maschine laufen lassen. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Man muss auch sehen, riechen, hören, fühlen. Das heißt, auch wenn ich Mittag mache, bin ich eigentlich immer Standby. Es kann ja irgendwas außer Takt gelaufen sein. Das kann, die Wasseraufbereitung kann nicht mehr richtig funktionieren oder so. Das muss man einfach mitbekommen und schnell auch handeln, denn das Schiff fährt ja weiter. Ja, dann fährt das Schiff vorwärts. Auf Kurs gehalten wird die Stadt Wehlen vom Schiffsführer, wie man den Kapitän in der Binnenschifffahrt nennt. Schon 20 Jahre fährt er auf ihr. Die Elbe bietet ihm wenig Überraschungen. Wir haben hier häufig sehr niedrige Wasserstände, wo es dann schon mal am Boden kratzen kann. Und wir haben, ja, wie dieses Jahr, auch sehr hohe Wasserstände, wo wir dann gar nicht mehr fahren dürfen. Aber wenn man dann so an der Grenze rumfährt, so bei 4,80, 4,90 Meter, ab 5 Meter darf man dann gar nicht mehr fahren. Da wird es dann auch schon in den Brücken recht eng. Aber man muss sich schon ein bisschen auskennen hier, aber ansonsten macht es großen Spaß. Und wenn man es einmal gelernt hat, ist das eine feine Sache hier. Ein feines Motiv ist die Stadt Wehlen unter dem Elbschloss Albrechtsberg, erbaut Mitte des 19. Jahrhunderts. Etwas später, 1893, wurde flussaufwärts das blaue Wunder über die Elbe gespannt. Von Anfang an war die Stahlfachwerkkonstruktion umstritten. Den einen war sie monströs und hässlich, den anderen galt sie als technisches Wunderwerk. Unklar ist, warum sie immer schon blaues Wunder heißt. Ihr erster Anstrich soll nämlich grün gewesen sein. Zu Füßen der Brücke liegt der Schillergarten. Hier soll 1785 Friedrich Schiller seine Ode an die Freude gedichtet haben. Beethovens Neunte war damals noch lange nicht komponiert. Genau gegenüber, im Dresdner Stadtteil Loschwitz, wurde 1901 die erste Schwebebahn der Welt eröffnet. Ursprünglich mit Dampf angetrieben, kam 1909 ein Elektromotor zum Einsatz. Die Wagenkästen hängen unter einer auf Trägern montierten Fahrschiene und werden durch ein Zugseil bewegt. Die Fördermaschine steht in der Bergstation.
Schon Anfang des 19. Jahrhunderts haben sich hier reiche Dresdner Villen in den Elbhang gebaut. Unter uns bleiben die Stadtviertel Loschwitz und Blasewitz zurück. Nach nicht einmal 5 Minuten geht die Fahrt in Oberloschwitz zu Ende. Man hat 84 Höhenmeter gewonnen und einen wunderbaren Blick. Ablegestelle Blasewitz. Wir sind zurück auf der Elbe. Jahrhundertelang wurde der Strom auch für den Warentransport genutzt. Jetzt dient er ausschließlich Freizeit und touristischen Zwecken. Eine ganz besondere Attraktion am Ufer ist Schloss Pillnitz. Hier winkte einst Gräfin Kosel ihrem Geliebten August dem Starken zu, wenn er mit der Barke anlegte. Der Kurfürst hatte ihr das Wasserpalais mit angrenzendem barocken Lustgarten als Zeichen seiner Zuneigung geschenkt. 20 Kilometer hinter Dresden endet für uns die beschauliche Schiffstour. In Pirna steigen wir um in die S-Bahn zwischen Meißen und Schöna. Pirna ist der Eingang ins Elbsandsteingebirge. Es ist bekannt als Tor zur sächsischen Schweiz. Wer im Elbsandsteingebirge wandern will, der sollte früh losgehen und als erstes den 415 Meter hohen Lilienstein besteigen. Auf dem Plateau des Tafelbergs geht der Blick über die gesamte linkselbisch gelegene sächsische Schweiz und zur größten Bergfeste Europas, dem Königstein. Uneinnehmbar thront er 240 Meter über der Elbe. Hier haben die sächsischen Herzöge und Kurfürsten in Kriegszeiten Zuflucht gesucht und gefunden. Unten auf dem Königsteiner Viadukt geht unsere Bahnreise weiter. Vorbei am entnebelten Lilienstein. Die Endstation ist nicht mehr weit. Der erste Nationalparkbahnhof Deutschlands wurde 2012 zum Bahnhof des Jahres gekürt. Als Knotenpunkt des öffentlichen Nahverkehrs trägt er zur Entwicklung der Region bei und er bietet umweltfreundliche Reisemöglichkeiten zu den touristischen Zielen. Eine Fähre bringt die Besucher vom Bahnhof Bad Schandau auf die andere Elbseite in den Ort Bad Schandau. Bad Schandau gehört ein bisschen zu den geschundenen Ortschaften im Tal der Elbe. So friedlich die heute auch daherfließt, sie kann auch anders. Als Tourist kommt man nicht umhin, sich die diversen Hochwassermarken anzusehen, die an den Häusern angebracht sind. Die verheerendste Flut überrollte die Stadt im Jahr 2002, die sogenannte Jahrhundertflut. Für manchen Urlauber zählen die Zeichen der vergangenen Naturkatastrophen zu den Attraktionen des sächsischen Kurbads. In einer kleinen Straße am Stadtpark liegt die Ausgangsstation der Kirnitzstahlbahn. 2013 wurde sie vom Hochwasser verschont, allerdings nicht 2002 und 2006. Oder 2010.
Da war der Schaden so groß, dass die Überlandstraßenbahn erst anderthalb Jahre später ihren vollen Betrieb wieder aufnehmen konnte. Vermutlich hat ihr wohl prominentester Fahrgast davon nichts mitbekommen. Für den Oscar-prämierten Kinofilm Der Vorleser mimte der Hollywood-Star Kate Winslet hier eine Straßenbahnschaffnerin. Ob man sie mit dem Sicherheitssystem der Bahn vertraut gemacht hat? Bei der Kreuzungsstelle am Depot lernen wir etwas über das Zugstabsystem. Eine Besonderheit auf unserer eingleisigen Strecke sind diese Signalstäbe. Es ist also so, wir haben drei Abschnitte. Und auf diesen drei Abschnitten sind jeweils drei Stäbe mit einer unterschiedlichen Anzahl von Kerben unterwegs. Und nur wer diesen Stab hat, der darf auf diesem Abschnitt fahren. Also ein ganz einfaches System der Zugsicherung. An Pfingsten 1898 wurde die Kirnitz-Stahlbahn eingeweiht. Zuvor hatte man zur Förderung des Tourismus in Bad Schandau eine Pferdebahn angedacht. Auch gab es Pläne für einen Dampfbetrieb, aber zum Wohle des Kurbads setzte sich schließlich die elektrische durch. Für den Betrieb der meterspurigen Bahn wurde eigens eine Stromversorgung im Tal installiert, von der später auch der Ort profitierte. Das Kirnitz-Tal gehört zu den beliebten Wandergebieten der Sächsischen Schweiz. Wer einsame Waldpfade liebt und wildromantische Schluchten, der findet hier bestens ausgewiesene Wanderrouten. Zustieg in die Straßenbahn ist an 8 Haltestellen möglich. Übrigens fährt die Kirnitz-Talbahn ausschließlich mit zweiachsigen Fahrzeugen älterer Bauart. Nach 8 Kilometern Einfahrt in die Endstation. Dort soll es eine kleine Sensation geben, für die schon Touristen des 19. Jahrhunderts eigens hierher wanderten. Werbewirksam sollte sie die Schweiz im Sächsischen heraufbeschwören. Der künstlich angelegte Lichtenhainer Wasserfall. Alle halbe Stunde fließt ein aufgestauter Dorfbach über die Felsen. Früher gab es dafür bezahlte Wasserfallzieher. Heute haben wir Vollautomatik. Da fällt der Erguss auch mal spärlich aus. Für den Tag, wie er jetzt fließt, ist es nicht immer der Fall. Denn wir hatten schon öfters im Lichtenhain Wolkenbrüche gehabt, wo dann sich der kleine Lichtenhainer Wasserfall zum Niagara entwickelt hatte. Hier ist reine Vorstellungskraft gefragt. Aber die Besucher freut's. Alle halbe Stunde. Währenddessen hat die Kirnitz-Talbahn rangiert und umgesetzt. Um ihre Fahrgäste wieder hinab ins Tal zu bringen. Zurück nach Bad Schandau. Für unseren letzten Ausflug heute sollte man schwindelfrei sein. Fünfzig Meter klettert der Osttauer Aufzug hoch auf ein Plateau oberhalb von Bad Schandau. Für die Jungfernfahrt soll seinerzeit ein älteres Fräulein gegen Bares dazu überredet worden sein, den Aufzug zu testen. Heute ist er ein technisches Denkmal. Gebaut wurde der freistehende Aufzug 1904 im Auftrag eines Bad Schandauer Hoteliers. Seine vornehmen Gäste sollten ohne Anstrengung den herrlichen Blick auf das Elbtal genießen können.